Hallo, meine liebe Jungfrau, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Jungfrau. Liebe Jungfrau, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat September. Wir schauen uns deine Hauptenergien an, was auf dich zukommen könnte. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten und ist dir eben im Monat September nicht bewusst und solltest du genauer hinschauen. Liebe Jungfrau, wie immer, denk bitte daran, dass deine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle zutreffen. Nimm nur das, was zu dir gehört. Also biege nichts zurecht. Hör auf deine innere Stimme. Sie sagt dir ganz genau, was du hören musst und was eben nicht. Liebe Jungfrau, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkung zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Darfst du gerne mal reinschauen. Wenn du magst und mir auch da folgen, würde mich sehr darüber freuen. Ja, liebe Jungfrau, dann würde ich sagen, starten wir doch. Dein September 2023. Angst und Mut. Ich habe das Gefühl, du musst über deinen Schatten springen. Irgendetwas könnte dich etwas triggern, oder du weißt, wenn du das Ziel erreichen möchtest, musst du irgendeine Hürde überwinden. Das ist wie wenn du zum Beispiel dir eine Beziehung wünschst, oder? Thema Vertrauen, Thema auch Herz öffnen. Und ich verstehe, dass das schwierig sein kann, wenn man zum Beispiel enttäuscht wurde, schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat. Irgendetwas zu wagen. Aber du brauchst dafür Mut. Und ich sage immer, du darfst Angst haben. Meine Hände sind irgendwie ganz heiß. Du darfst Angst haben. Aber die Angst darf nicht über dein Leben bestimmen. Gib der Angst oder dem Zweifel keine Macht. Setz dir wirklich keine Grenzen, weil wenn du eben Angst Macht gibst, dann erscheinen eben diese Grenzen und hindern dich daran, dein Glück zu erreichen. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, welches du fokussierst oder auflösen möchtest mit dem großen Arkana, Jungfrau bitte. September, Jungfrau. Jungfrau bitte. Der Wagen. Vielleicht hast du es mit einem Krebs zu tun, muss aber nicht, oder mit einem Menschen, der sehr familiär ist. Der Wagen deutet aber auch darauf hin, so ein bisschen die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen. Zügel in die Hand nehmen und in die Richtung lenken, in die du eben gehen möchtest. Dein Leben steuern, vorwärts gehen, zu deinem Glück. Kann auch sein, dass jemand auf dich zukommt, also nimm es so, wie es passt. Es ist aber eine schnelle Karte, das heißt, es geht nicht langsam, es kann plötzlich wie ein Energieschub kommen, wenn du spürst, dass du den Mut hast, vielleicht etwas zu versuchen, sei das in der Liebe oder im Beruf. Schauen wir mal weiter, der Wagen. Ja, könnte auch um ein Feuerzeichen gehen, sehe ich hier. Vielleicht möchtest du ein Feuerzeichen erreichen oder ein Feuerzeichen möchte dich erreichen und hier ist die Chance für innere Fülle. Oder was ich hier auch sehe, vor allem wenn du jetzt du sagst, Beruf ist mein Thema, dass du, oder Königin der Stäbe ist ja diese Macherin, die tut, die redet nicht nur. Die tut nur das, was sie möchte. Die ist nicht in einem Hamsterrad gefangen, die lebt ihre Passion. Die ist leidenschaftlich.
auf allen Ebenen. Und vielleicht möchtest du irgendeine Passion in die Tat umsetzen. Vielleicht brauchst du Mut für das. Liebe Jungfrau, dieses Mal machen wir es etwas anders. Wir schauen uns gleich deinen Schatten an. Dein Schatten. Welcher Schatten begleitet dich im September? Was ist dir nicht bewusst? Wo solltest du genauer hinschauen? September, dein Schatten, der dich begleitet, Jungfrau. Oh, die Liebenden. Die Liebenden kann Zwillingenergie sein, muss aber nicht ganz wichtig. Die Liebenden ist so ein bisschen das Herz. Zeigt auf den Herzensweg, kann auch auf Liebe hindeuten, erwirkt die Liebe selbst. Und das liegt aber im Schatten. Die Frage ist, warum liegt es im Schatten? Liegt es im Schatten, weil jemand noch nicht bereit ist für die Liebe? Vielleicht Liebe nicht empfangen kann? Oder wird sich das erst zeigen, wenn du persönlich bereit bist für deinen Herzensweg? Die Liebenden kann auch oft, erscheint auch gerne mal, wenn du zum Beispiel zu sehr aus dem Kopf heraus Entscheidungen triffst, so ein bisschen zu logikorientiert, oder? Und dabei deine Herzensstimme vergisst. Gib ein bisschen deinem Herz mehr Beachtung, weil dir muss bewusst sein, vor allem wenn du Liebe haben möchtest. Egal jetzt, ob das mit einer neuen Person ist, mit einer bestehenden Person, Liebe wollen und Liebe auch empfangen können, das sind wirklich zwei Paar Dinge. Das ist manchmal ganz schwierig. Viele möchten gerne Liebe, aber haben Mühe, Liebe wirklich zu empfangen. Und ich meine jetzt auf einer gesunden Ebene zu empfangen, nicht das verzweifelte Klammern. Das ist nicht richtige Liebe, das ist nur Klammern. Ich meine, das Wunderschöne, dass du wirklich Liebe empfangen kannst. Kann sein, dass du vielleicht Mühe damit hast oder vielleicht auch dein Gegenüber. Aber jemand schenkt dem Ganzen zu wenig Beachtung. Und dann ist halt die Frage, wenn einem das gar nicht bewusst ist, dass man hier vielleicht mehr sein Herz öffnen sollte. Ob es dann auch automatisch passiert oder eben nicht. Bei anderen sehe ich hier, dass eine Entscheidung kommt, die getroffen werden muss. Bei dir oder bei deinem Gegenüber. Vielleicht geht es um zwei Personen. Und dass hier jemand vielleicht ein bisschen dieser Entscheidung nicht wahrhaben möchte oder etwas wegschaut. Muss nicht im Weg nur das, was zu dir gehört. Warum die Liebenden im Schatten? Ja. Kann sein, dass es hier jemand mit zwei Personen zu tun hat. Entweder du oder dein Gegenüber. Kann auch Thema Affäre sein. Aber dass man sich entscheiden muss. Man sollte sich entscheiden, es ist an der Zeit. Aber es wird eben ignoriert. Auch im beruflichen Bereich musst du etwas Acht geben, wem du was erzählst und dort wirklich mehr nach dem Herzen gehen. Nicht nach Erfolg streben, um einfach nur die Bestätigung von außen zu bekommen. Es muss etwas sein, was dich wirklich berührt. Was du gerne machst. Was dir am Herzen liegt. Schauen wir mal, liebe Jungfrau, was kommt auf dich zu? Der Tod, 6 der Stäbe, Königin der Schwerter und Ass der Münzen, schon wieder. König der Münzen, Thema Stabilität, innere und äußere Stabilität. Wir haben hier Skorpionenergie, Feuer- und Luftzeichen.
Es braucht eine Transformation. Es ist wirklich, wie soll ich sagen, vor allem wenn du merkst, dass du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr vorwärts kommst. Egal jetzt, ob es Liebe ist oder ob es beruflich ist, weil es braucht eine Veränderung jetzt. Es braucht eine Veränderung, das heißt, es ist an der Zeit, dass du wächst, dass du ja über dich hinaus wächst. Vielleicht brauchst du darum auch mehr Mut. Es gibt ja so ein Sprichwort, wie geht das nochmals? Wenn man eine Veränderung möchte, du kannst deine Umgebung nicht verändern, du kannst Menschen um dich herum nicht verändern, aber du kannst dich selbst verändern. Der Tod ist auch ein Symbol für, dass wirklich das alte Ich jetzt losgelassen werden darf und dass man in die Transformation gehen kann. Es kann auch sein, dass man zu zweit, vor allem wenn es um Verbindungen geht und wenn der Tod kommt, ist es eigentlich wie, man steht vor einer Abzweigung. Entweder macht man genau gleich weiter und dann ist es zum Scheitern verurteilt. Machst du das Gleiche, kommt das Gleiche. Aber auf der anderen Seite ist wirklich diese Transformation, wenn man wirklich gemeinsam über seinen Schatten springt und die Transformation eingeht auf die nächste Ebene, dann entsteht etwas Neues, noch Schöneres. Und vor allem, wenn du jetzt in einer Beziehung bist und es kriselt ein bisschen, das muss euch einfach bewusst sein. Es müssen beide transformieren. Es müssen sich Dinge wirklich ändern. Beide, nicht nur jemand. Ich sehe hier wirklich eine Veränderung, auch beruflich gesehen, so ein bisschen dieser Abschluss, dass sich was ändern jetzt muss, weil der Tod erscheint oft, wenn es an der Zeit ist. Wenn es ein bisschen, ja, das Kapitel oder das Buch ist jetzt zu. Es ist jetzt Zeit, ein neues Kapitel zu starten. Wie das aussieht, das musst du natürlich selbst entscheiden. Ich sehe hier auch 6 der Stäbe. 6 der Stäbe ist das Thema Nachrichten. Vielleicht bekommst du eine Nachricht. Ein Bescheid von jemandem. Und diese Nachricht macht dich sicher nachdenklich. Macht dich nachdenklich mit Königin der Schwerter und du wirst wahrscheinlich eine Entscheidung treffen müssen. Oder vielleicht auch dein Gegenüber. Nimm es so, wie es passt. Königin der Schwerter umgibt sich auch nicht mit Dingen, die ihr nicht gut tun. So ein bisschen, die räumt auf. Und hier liegt eine große, große, wertvolle Chance, die kommt. Schauen wir mal genauer rein. Warum Astermünzen diese Chance? Ja, hier könnte ein Wunsch in Erfüllung gehen. Der Herrscher wieder Energie. Könnte um einen wiedergehen, muss aber nicht. Denkt daran, Chancen muss man effektiv annehmen, sonst ziehen die vorbei. Könnte eben wieder Energie ganz stark, Schicksalsrat, etwas Schicksalshaftes, liegt hier. Eine Erfüllung. Kann auch berufliche Selbstständigkeit sein, dass du dort wirklich deine Bestimmung, deine Passion findest und erfolgreich wirst. Dass hier eine Chance kommt. Kann auch sein, dass ein Mentor kommt und dir dabei hilft. Aber ich habe ganz stark das Gefühl, zuerst muss sich etwas bei dir verändern, also ändern. Das heißt jetzt nicht, dass du eben deinen Charakter oder so ändern musst. Das heißt vielleicht, dass du, wie soll ich sagen, du musst einfach energetisch auf das nächste Level kommen. Auf die nächste Ebene, höher schwingen, innere Stärke entwickeln, alte Dinge loslassen, die dich zurückziehen, damit eben diese Energie eine Chance hat. Weil dein altes Ich ist nicht bereit für das. Dein neues Ich aber schon, definitiv.
Du musst selbst herausfinden, was es ist. Vielleicht ist es auch eine Gewohnheit, die dir nicht gut tut, oder? Oder euch nicht gut tut. Finde heraus, was sollte transformiert werden, damit man bereit ist für diese Energie. Feuerenergie und 10 der Münzen. Hier liegt schon das Glück, aber du musst dich wie zuerst eben bereit machen für das Glück. Das ist eben wie das Thema, dass ich Liebe empfangen kann. Das Thema, dass ich erfolgreich sein kann, dass ich mich getraue, mich zu zeigen, mich zu entfalten. Oder bei bestehenden Beziehungen, oder man muss halt wirklich in eine neue Energie eintauchen, damit man zusammen die nächste Ebene erreicht. Ja, ich habe das Gefühl, du bekommst hier könnte auch eine Online-Nachricht sein, muss aber nicht. Ist noch Wassermann-Energie und also Wassermann und Wasserenergie. Hier liegt ein tiefer Wunsch und darum diese Aufräumarbeiten, diese Entscheidungen, dieses Loslassen. Eben vielleicht hast du es mit 2 Personen zu tun oder wie mit 2 Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit ist ganz, ganz groß. Aber dafür musst du mutig sein und eben so ein bisschen diese Persönlichkeitsentwicklung, habe ich das Gefühl. Musst dich darauf einlassen oder solltest du dich? Weil dann erwartet dich dein Glück. Was ist der Rat, Jungfrau? Jungfrau? Schon wieder der Wagen. Und 8 der Stäbe. Hör auf deine Intuition. Wenn es so weit ist, dann geh los. Nimm das Steuerrad von deinem Leben und lenk es. Nimm es in die Hand, wenn du den Impuls spürst. Kann auch ein Zeichen sein, eine Nachricht, eine intuitive Botschaft. Und die kannst du nicht erzwingen. Ganz, ganz wichtig, die kommt intuitiv. Vielleicht geht es auch darum, vielleicht hast du lange nichts gemacht, bist einfach stillschweigend, hast du alles über dich ergehen lassen. Vielleicht ist das deine Transformation, dass du dich endlich für dich einsetzt, für dein Glück und Dinge veränderst, nicht einfach so akzeptierst. Sehr eine intensive Legung, ich habe das Gefühl, es kommt was Großes auf dich zu, wenn du eben bereit bist, Veränderungen anzugehen. Ja, meine liebe Jungfrau, das war die Legung. Danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.